Servus, Grüezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Secret of Monkey Island. Why not say anything special about it? Ja, wir sind noch am Schiff. Wir sind leider nicht weitergekommen das letzte Mal. Wir wissen aber schon so viel, dass wir ein Rezept brauchen, um zu Monkey, also zu nach Monkey Island zu kommen. Und das war zuerst irgendwie, ich weiß nicht genau, wonach wir suchen. Und ich weiß nicht genau, was wir heute finden würden. Ich hoffe es zumindest. Ich bin guter Dinge. Es ist heute für mich Sonntag. Das heißt, die Folge kommt dann morgen. Hier war nichts drin, ne? It's empty. Die ist leer. Okay. Wir öffnen einfach mal Truhen. Gucken, ob das... ob das funktioniert. They're all rusted shut. Mhm. Hier sind auch noch Fässer. I can't pick that up. Können wir die öffnen? They're empty. Okay. They're just old empty kegs. So nur leere Fässer. Da haben wir. They look like kegs of gunpowder. Fässer mit Schießpulver. Und können wir da was mitnehmen? Nimm Fässer. I've got enough gunpowder for now. Okay. Geht zu Drohnen. Ja gut. Also wenn wir hier draufklicken, geht Guybrush hier drauf, ne? Oder Freeboot. Wir haben hier ein Seil noch geholt. Boah. Ah, das ist schon wieder sehr fraglich, was wir zu tun haben. Denn wir können hier in diesem Raum auch nicht unbedingt was nehmen. Wir können beim Fenster rausschauen vielleicht. I think I'm gonna be seasick. Genau, da wird er nur seekrank, der Herr. Wir könnten versuchen, diese Frühstücksflocken zu essen. Können wir die nicht, wenn wir die verwenden, einfach? Ohne dass wir... mit Regal, mit Kochtopf. I don't have a recipe. Wouldn't know where to begin making soup. Ja, eben. Und das ist eben das Problem, weil wir haben ja gar nichts. Wir haben einfach gar nichts. Wir haben zwar Mengen Scheiß gesammelt, haben aber im Prinzip noch keinen Anhaltspunkt. Bis auf das, dass wir eine Lunte haben. Wir haben Schwarzpulver, wir haben so einiges noch, was wir brauchen. Looks like an empty chest. Genau, da war das Buch drinnen, ne? Die können wir nicht öffnen, weil wir hierzu einen Schlüssel brauchen. Die Frage ist jetzt halt, was wirklich jetzt Sache ist, ne? Was ist Sache? Was können wir hier unten noch machen? Wir gehen jetzt mal von unten nach oben und gucken alles durch. Wir haben hier eine schwarze Truhe. It's just an old rusty chest. Die It's rusted shut. Können wir nicht I can't pick that up. Nehmen, ziehen oder was auch immer. It. Können wir sie ziehen? Zieh doch mal die Kiste. I can't move it. Also drücken. I can't move it. Ziehen. They're just old rusty trunks. Okay. I can't pick that up. Wir bleiben mal bei öffnen. They're rusted shut. Wir probieren jetzt einmal durch. They're rusted shut. Mhm. They're rusted shut. Was war denn hier drin? Lass das mal nachschauen. Da war doch auch was drin. Also auf jeden Fall haben wir ein Tagebuch gehabt.
Das haben wir gelesen. Wir können hier mal versuchen zu drücken. Ein Fass drücken. Oder mal ziehen. Geht auch nicht. Dann probieren wir hier vielleicht nochmal. Truhen, Fässer, schwarze Truhe, Fässer, Truhen. Ich glaube, wir haben hier alles durch. Da kann man ja nicht wirklich viel machen, ne? Fenster ist zum Anklicken. Sonst haben wir hier gar nichts mehr. Das haben wir das letzte Mal ja auch schon festgestellt. Und hier oben ist ja auch sowieso nichts. Und da bin ich halt immer noch der Meinung, dass wir irgendwas übersehen haben. Es wird wahrscheinlich auch in unserem Inventar sein. Weil ich kann es mir anders nicht vorstellen. Gib, untersuche, benutze. Aber wenn ich die Frühstückflocken benutze, kann ich sie nicht mal selbst benutzen. I loved this stuff when I was a kid. I liked the way it chewed up the roof of your mouth. Ja, so weit waren wir auch schon, aber können wir die nicht benutzen? Mit mir selber? Geht das nicht? Ist das... Können wir sie öffnen? Ja, warte mal, wir öffnen sie mal, ne? Crunch, crunch. Toll. Ach, ja, ja, super. This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey on it. Gut. Dann haben wir jetzt den Schlüssel. So leicht wäre es gegangen. Man muss ja nicht die Schachtel des Müslis benutzen, sondern sie öffnen. Klarerweise muss man die öffnen, bevor man Müsli benutzen kann. Völlig klar. Wir nehmen den Schlüssel, benutzen den Schlüssel mit dem Schrank. Gehen zur Truhe und öffnen diese. Wir machen das jetzt ganz akkurat. Wir öffnen die Truhe. Er hat sie jetzt aber genommen, nicht geöffnet. Ja, was ist drin? Wir untersuchen diese Truhe. Hey, look, a piece of paper. And some cinnamon sticks. Ah, Gott. Ist das dieses, oh, das sieht cool aus. That doesn't seem to work. Untersuch doch mal dieses Blatt Papier. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. 1 cinnamon stick. 4 leaves of mint. 1 human skull, pressed. 1 squirt squid ink. 2 pints monkey blood. 1 live chicken. 3 ounces brimstone. 1 or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zinc oxide. Yellow 8, mine mononitrate, and BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of 4. Eine oder mehrere der folgenden Zutaten. Pyridoxin, Hydrochlorid, Zinkoxid, Gelb Nummer 8, Minen, Mononitrat und BHA. Pyridoxin. Also Pyridoxin, Pyridoxin. Klar, Pyrid ist, ne? Pyridoxin, Chlorid. Ist ein Medikament. Aha. Ist das Vitamin B6? Klar. Jeder weiß das doch. Jeder weiß das doch. Mit dem Abitur, man weiß es einfach, ne? Was das zu bedeuten hat. Egal. Wir gehen mal kochen. Kochtopf, loderndes Feuer. Wir
fügen hinzu. Moment. Ich muss gerade auf mein Telefon schauen. Ich habe hier das alles ein bisschen. Vier Stangen. Eine Stange Zimt. Benutzen mit Kochtopf. I love cinnamon. Vier Blatt Minze. Haben wir nicht, deswegen nehmen wir den Pfefferminz. Sollte das funktionieren? Good thing I've got a million of these. Müssen wir hier auch vier nehmen? Vier menschliche Schädel, hä? Ich nehme mal vier. Wir haben gespeichert, ist egal. Good thing I've got a million of these. Wenigstens funktioniert das auch. That doesn't seem to work. Ey, du kleiner. Breathmaster, for the pirate who cares about first impressions. Du bist echt ein Arschkopf irgendwie. Manchmal. Good thing I've got a million of these. Und dann machen wir nochmal, dann haben wir die vier Minzblätter. Good thing I've got a million of these. Insofern das passt, dann haben wir einen menschlichen Schädel. Was nehmen wir da am besten? Schießpulver auf keinen Fall. Wir haben einen Spritzer Tintenfischtinte. Den könnten wir verwenden. Just a drop. Einen Liter Affenblut. Ein Suppenhuhn. Können wir das verwenden? Ich weiß es nicht. Wir hauen jetzt einfach mal rein, was mir so einfällt. 85 Gramm Schwefel würde mir nichts gerade einfallen. Ein Liter Affenblut, könnten wir einen Wein nehmen. Nimm doch den Wein jetzt. Mensch! That should be enough. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Littern ist jetzt hier. Wo habe ich denn das Bild jetzt? Okay. Wir könnten. Also wir brauchen einen menschlichen Schädel gepresst. Was können wir dann nehmen? Schießpulver wäre ein bisschen zu heftig, wa? Wir könnten. Die Totenkopfflagge nehmen. Jolly Rogers. Ist doch ein Totenkopf gepresst, quasi. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir probieren's. Ein Suppenhuhn. Haben wir ja eh schon drin. Ich hoffe, das war jetzt nicht die Feder. Ne? Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd. Gummihuhn. Dann haben wir noch 85 Gramm Schwefel. Gut. Eine Stange Zimt haben wir drin. Bierblätter Minze haben wir drin. Menschlichen Schädel haben wir drin. Tintenfischtinte haben wir drin. Affenblut haben wir drin. Suppenmohn haben wir drin. 85 Gramm Schwefel. Vielleicht nehmen wir einfach nochmal solche Frühstücksflocken her. Wenn das denn die Lösung ist. Mm, this is gonna be good. Können wir das jetzt schon? I hope I don't have to eat this. Ich könnte ja eigentlich auf stumm schalten, ne? Tja. Ein oder mehrere der folgenden Zutaten. Pyridoxin, Pyridoxin, Hydrochlorid, Zinkoxid,
Gelb Nummer 8 Minen Mononitrat und BHA. Was ist denn jetzt BHA? BHA. BHA Peeling. Steht für Beta-Hydroxid-Acid, was zu Deutsch so viel heißt wie Beta-Hydroxid-Säure. Und ja, das ist das gleiche wie Salicylsäure. Okay. Das finden wir natürlich, ne? In keines der Sachen, die wir haben. Gelb Nummer 8. Da ist ja gar nichts gelb von. Ich mach mal hier ein bisschen Schießpulver rein. Einfach just for fun. Nice. I think I'm getting dizzy. Overcome by the fumes and stench, Guybrush quickly loses consciousness. Moments later, the voodoo spell kicks in, turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage. Days pass. Okay, sind erstmal wieder auf die Beine kommen. Können wir hier. Ei, okay. Bei geringer Wärmezufuhr eindicken lassen reicht für 4 Seebären. Können wir da nochmal Hitze machen? Ein Stück Papier. Brauchen wir das nochmal? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's ja eh fotografiert. Achso. Vielleicht gib Papier an. Nee, Kochtopf. Lohnendes Feuer. Das können wir nicht machen, so, ne? Schreibe Lesezeichen. Directions to Monkey Island. Lodernes Feuer. Was können wir denn da reinhauen? Staubiges Buch. Prospekt. Können wir das Prospekt benutzen? It's called How to Arm Yourself in Sea Battle. Können wir auch nicht. Visitenkarte. Notiz. Können wir die benutzen? I'll just burn them all. Okay. Das sieht ja noch nicht so gut aus, ne? Wir könnten unser Baumwollen-T-Shirt benutzen. Ich weiß nicht, wie. Ich schmeiß mal alles rein. Das vorhin, das hat ja auch ganz gut funktioniert, ne? Da habe ich ja eh. Wir haben hier eh relativ viel gesammelt, also ich weiß nicht, was wir noch brauchen, was nicht. Was anderes kommt in den Topf nicht rein. Ja, warte mal. Du sollst es auch ins Feuer werfen, du doof. So. Was haben wir denn noch, was wir verbrennen können? Unsere Notiz, können wir die auch verbrennen? Wir verbrennen einfach alles. Achso, das geht nicht. Merkblatt, Prospekt. Was haben wir hier oben noch? Protokoll. Das können wir das verwenden? Nee. Was haben wir denn noch? Prospekt. Flammenmeer, hä? Ich steck mir schnell ein Flammenmeer ein, ne? Klar. Was haben wir denn noch? Was war? Ein staubiges Buch. Das können wir vielleicht noch
verwenden. Okay. Dann können wir noch mal Schießpulver anlegen. Was denn geht? Ne, wir haben eh schon, glaube ich, alles. Ich schau mal, warte mal, kann man hier jetzt schon was nehmen? Ich kann das nicht nehmen. Ich muss das nicht essen. Ja gut, aber was müssen wir denn jetzt? Vielleicht müssen wir... Ich weiß ja auch nicht. Können wir noch mal Schießpulver nachholen? Ich weiß zwar nicht, was für einen Sinn das haben sollte jetzt. Aber wir können einfach... Wir schmeißen einfach mal alles rein. Also, das Rezept hat ja auch nicht ganz gestimmt. Weil von manchen Sachen war auch gar nicht die Rede. Ich meine, wie sollst du auch darauf kommen, wenn man einen gepressten Schädel braucht, eine Piratenflagge herzunehmen. Ist ja wohl sehr weit hergeholt. Schädel im Kochtopf. Okay, dann schmeißen wir es unten ins Feuer rein, ne? Looks explosive. Boah, ey. I'm not putting anything else in that pot. Jaha. Meine Geduld ist heute ein bisschen. Yeah, like I really want to kill myself. Ja, klar, ich will mich umbringen, ja. Warum machst du denn das nicht einfach? Ich schaue jetzt mal nochmal das Rezept durch. It doesn't seem to open. Ja, man kann auch keine Leiter öffnen. Hat das überhaupt jetzt funktioniert? Das ist die nächste Frage. Holy monkey bladders! It's Monkey Island! Können wir jetzt schon was ballern eigentlich? Können wir jetzt das Schießpulver da reinlegen? Das hat ja vorher auch nicht geklappt, ne? There's no place back here to put the gunpowder. Da ist kein Platz für das Schießpulver. Ja komm, was müssen wir denn jetzt mit der lodernden Flamme, das Flammenmeer machen? Ich würde das nicht anzünden. Ja, was ist denn dann? Was machen wir denn dann? Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin einfach verwirrt. Corona hat mich dumm gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Gemütlich warm. Ja, ich habe ja alles schon reingehauen, was ich hatte. That doesn't seem to work. Das kann ich nicht nehmen. It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Das kann ich auch noch nicht nehmen. That doesn't seem to work. Das kann ich auch nicht nehmen. It's called How to Get a Das auch nicht. Das auch nicht. Why burn perfectly good food? Ja, gut. Wieder. Haben wir das schon irgendwie kombiniert auch? I'm not putting anything else in that pot. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Können wir eigentlich jetzt mit dem, was hier drin ist, irgendwas machen? It's full of crap. Ich hoffe, ich muss das nicht essen. Ja, jetzt warte mal. Nimm Kochtopf. I can't pick that up. Benutze Kochtopf. Mit. Ja, ich weiß auch nicht. Öffne It Kochtopf. Da ist nur Scheiße drin, steht dann da. Ich kann es nicht bewegen. Schließe Kochtopf. Rede mit dem Kochtopf. Hallo Kochtopf, wie geht es dir? I can't move it. Hier den Kochtopf. Nee, ich weiß ja auch nicht, was jetzt Sache ist. Wir haben das gekocht, wir sind auf Monkey Island. Jetzt muss nur noch die Kanone irgendwie betätigt werden, damit unsere Kumpanen hier aufstehen und endlich mal ihren Arsch bewegen
und wir dann auf Monkey Island anlegen können. Das wäre mal so der grobe Plan. Ich stehe hier vor dem Topf und weiß nicht, was tun. So geht es manchen Leuten auch in der Küche. Zum Beispiel. Also alle Leute, die nicht kochen können. Ich weiß, wie es euch geht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das war der Spruch des Tages. Oh. Und damit gehen wir jetzt einfach mal schön in die Woche rein. An diesem wunderschönen Montag. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So war mal ein Lied. Aber das ist auch schon wieder sehr lange her. Wir benutzen jetzt noch einmal etwas. Und zwar den Kochtopf mit dem Kochtopf. Ich setze den nur auf, wenn es wirklich sein muss. Wie kommt er denn jetzt auf Aufsitzen? Naja, manche Leute wissen halt nichts mit einem Kochtopf anzufangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das heißt also am Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch noch einen erholsamen Wochenstart. Bleibt gesund und auf Wiedersehen.